Willkommen bei der Foodschau und ich habe für euch heute Omochi Reisteigeis. Ja, Reisteigeis, das ist ein Trend, der ist dieses Jahr aufgekommen und dann hat sich auch ein paar deutsche Firmen sogar angenommen, wie hier zum Beispiel die Sugar Daddies aus Köln oder Bergheim. Die machen auch den Cookie Bros Teig, den Keksteig, den ich euch hier schon mal vorgestellt habe. Und eine zweite Firma, die mitgegründet haben, machen jetzt auch das Eis. Das hier ist noch ein älteres Design, muss man sagen. Das ist ein Design aus wirklich vom Anfang, wo es losging, Anfang des Jahres bei denen. Das haben die jetzt geändert. Das gibt jetzt einen richtig knalligen Pink. Da fällt das auch viel mehr auf im Regal. Passt auch besser zu der jungen Marke, finde ich. Ja, was erwartet euch? Ich habe hier drei Sorten. Einmal Schokolade, einmal Pistazie und einmal Kokosnuss. Wir müssen uns auch beeilen. Die habe ich schon vor mir. Ich muss die schon auf den Löffel tun, weil mir die langsam wegschmelzen. Weil man die nämlich 5 Minuten auftauen lassen muss. Und nach den 5 Minuten sollte man sich ein bisschen beeilen mit dem Essen. Ja, ihr bekommt hier Speiseeis mit Schokoladengeschmack, gehüllt in einen Reisteig. Das gleiche ist Speiseeis mit Pistaziengeschmack und mit Kokosgeschmack. Kalorien hat die Kokosversion 190, die Pistazienversion hat 212 und die Schoko hat 187. Wir gehen jetzt in die Nahaufnahme, dann könnt ihr euch das Eis und die Zutaten einmal angucken, wie das so aussieht. Und dann probieren wir schnell, bevor es mir hier wegschmilzt. Also, wir sehen uns. Und wie sieht das Reisteig aus denn? Reisteig aus. Das ist auch schön. Reisteigeis denn aus. So, Pistazie. Haben wir hier. Seht ihr also den Reisteigmantel und das Pistazieneis, was jetzt schon ein bisschen läuft. Hier habt ihr einmal Schoko. Und einmal Kokosnuss. Oben wundert euch nicht, das ist jetzt gerade vom Schokoeis der Rand, der da ein bisschen abgefärbt hat. Ja. Zutaten, Nährwerte. Einmal für Pistazie, einmal Pause drücken. Einmal für Schoko, Pause drücken. Und natürlich noch für Kokosnuss. Bitte Pause drücken. Und jetzt probieren wir dieses Reisteigeis, was ich jetzt hier um die Ecke hinter den Packungen stehen habe. So, und wir sind zurück. Jetzt habt ihr das Eis gesehen. Und jetzt wird es probiert. Bevor es, wie gesagt, gleich hier um die Ohren fließt, besser gesagt, oder hier auf dem Boden zerläuft. Ja, wir fangen direkt mal mit der Kokosversion an, weil ich hasse Kokos. Das wisst ihr ja. Und ich glaube, Kokos wird hier wieder sehr intensiv nach Kokos schmecken. Ich habe es, wie gesagt, hier auf einen Löffel gemacht, weil es mir wirklich schon ein bisschen kaputt schmilzt sonst. Es schmeckt halt nach Kokos. Nicht mein Fall. Ich muss sagen, der Reisteig nimmt ein bisschen was von dem von der Kokosgeschmack gut weg. Weil dieser Reisteig mit dem Puderzucker oder Zucker drumherum, den er hat, was er auf den Bildern gerade sehen konnte oder auf dem Video, so eine feine Süße noch dazu bringt. Also ist lecker, schmeckt nach Kokosnuss, aber nicht halt mein Kokosnussgeschmack. Dann habe ich hier noch jetzt Pistazie. Tropft mir als Alter ja auch schon weg. Die Pistazienkugel, wie gesagt, die schmilzt mir wirklich weg. Es ist noch ein bisschen Eis drin. Schmeckt gut nach Pistazie. Es ist halt verrückt, dass du dieses Teigige hast, auf das du noch kurz rumkauen kannst. Das ist echt so verrückt vom Geschmack. Aber Pistazie ist lecker. Ist auch nicht zu lastig, dass es so einen komischen Beigeschmack kriegt. Und ich habe ja noch Schokolade. Die probiere ich jetzt auch noch schnell, bevor sie weg ist. Schmeckt sofort schön nach Schokoladeneis. Also auch sehr, sehr, sehr lecker. Punktemäßig ist das halt so eine Geschichte. Ich möchte Kokosnuss nicht schlecht bewerten, weil ich keine Kokosnuss mag. Das ist einfach so ein bisschen ein schwieriges Thema. Für Kokosnuss-Fans ist es was. Gerade weil die Kokosnuss auch ein bisschen milder ist, wie gesagt, durch den Reisteig. Den Reisteig, das muss man halt mal probiert haben. Das ist halt ein eigener Geschmack. Dieser Teig ist relativ geschmacksneutral. Er hat aber so eine leicht weiche Konsistenz. Der hält das Eis aber, wie gesagt, in Form. Und gibt denn so eine feine Süße noch dazu. Und darum kriegt Kokosnuss von mir 3,5 von 5. Das ist immer noch eine gute Note. 3,5 von 5. Pistazie kriegt von mir 4 von 5. Und Schokolade kriegt von mir sogar 4,5 von 5. Also Schokolade ist mein Favorit. Das wird mit einer 4,5 von 5 auch so bleiben.
Und dann ist es besser so sortiert, wenn wir sagen, von oben nach unten, das sind die Plätze, wenn man sie aufteilt. Auf jeden Fall eine leckere Version. Ihr müsst sie ungefähr 5 Minuten auftauen lassen, bevor sie probiert. Es ist mal was anderes beim Thema Eis, ist aber, finde ich, ein leckerer Trend, den man wirklich mal mitmachen sollte und einfach mal probieren sollte. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Die Sachen findet ihr aktuell im Handel, müsst ihr einfach im Ausschau halten. Es gibt auch auf der Webseite meistens eine Karte, wo ihr die Sachen bekommt. Real hat sie aber, bei Real habe ich schon gesehen, bei Rewe müssen sie auch bei eigentlich auftauchen. Und jetzt trotzdem nochmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos bei mir. Darum Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Glocke an, Abo hier, Abo da. Gerne eins dieser beiden anderen Videos schauen. Und wir sehen uns in eines der nächsten Videos bei der Foodschau. Vielleicht mit Eis oder mit anderen Sachen. Wir gucken mal. Bis bald. Ciao, euer Bob.